Und damit herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3. Wir machen heute tödliche Wonne. Wofür wir nochmal halt durch, ich wollte gerade sagen, Wüsi mal laufen, aber nein, das ist ja Novigrad. Und mit der Wache sprechen. Und ich muss mal kurz mein Mikrofon gleich ein bisschen anders einstellen, aber das mache ich, während wir schnappen. Das dürfte die Wache sein, richtig? Ich bin wegen des Auftrags hier. Ah ja, eine Nachtwache wurde ermordet. Zähe Männer, bis an die Zähne bewaffnet. Muss eine Bestie gewesen sein. Muss? Was macht dich so sicher? Wenn du die Leichen gesehen hättest. Wie sahen die Leichen denn aus? Sowas habe ich im Leben noch nicht gesehen und ich habe viele Leichen gesehen. Kennst du die Geschichten von Menschen, die in der Wüste von Serikanien gestorben sind? Vor Hitze? Diese Leichen stammten direkt aus diesen Geschichten. Wie sahen die Leichen denn aus? Sowas habe ich... Diese... Reden wir zuerst. Schon besser, aber... Schon besser. Na gut, das müsste ich zahlen können. Vorausgesetzt, du tust gute Arbeit. Die Leichen wurden begraben? Wo? Auf Befehl hin wurden sie verbrannt. Unser Arzt hat sie sich vorher angesehen. Rede mit ihm. Er ist am Hafen. Ich werde sehen, was ich tun kann. Wir bezahlen dich auch. Die Jungs und ich haben für eine Belohnung zusammengelegt. Die ich schon hochgehandelt habe, Bruder. Danke. Jo, dann mal ab in Hafen. Lass dich vom Arzt informieren. War doch der Hafen, wo der ist, ne? Ach, keine Ahnung. Wir haben zum Glück eine Wegmarkierung, wo wir lang laufen können. Bis. Kannst du uns mal helfen, Meister? Wir haben zu wenig Geld für die nächste Runde. Wir sind nämlich Kollegen, weißt du? Hexer, nicht? Wir sind Metzger. Du schlachtest, wir schlachten. Verdienen Hexer besser. Ganze Dörfer werfen zusammen. Hohe Herren öffnen die Börsen. Hohe Damen die Schenkel. Da war ich wohl in den falschen Dörfern und hatte mit den falschen hohen Damen und Herren zu tun. Los, lass uns nicht betteln. Wozu ist ein Hexer denn eigentlich gut? Doch dazu, Leuten in der Not zu helfen. 25. Ja, komm, fick die Pinunsen. Hier. Na schön, nehmt das. Das nennt man Gildenloyalität. Danke, Meister. Wir trinken einen auf dich. Kippt euch schön einen rein. Ach, 25, was sind 25? Die Besoffenen. Können sie sich gut noch einen reinkneistern? So, wir sind schon beim Hafen und da hinten steht ja auch schon der Arzt. Servus, Herr Arzt. Ist mir der Fisch. Du bist der Arzt. Was kann ich für dich tun? Es geht um die toten Wachen. Du hast die Leichen untersucht. Haben ihre Freunde dich angeheuert? Gut, ich helfe dir gerne. Die letzte Leiche, wo wurde sie gefunden? In einer Seitengasse an der Straße vom Hafen zu den Freudenhäusern. Sie wurde mitten in der Nacht dorthin gebracht. Den Ort muss ich mir mal ansehen. Hast du an den Leichen Klauen oder Bissspuren gefunden? Bissspuren, nein. Klauenspuren nicht unbedingt. Nur Kratzer. Wahrscheinlich von Fingernägeln, von ihren Abenteuern bei den Huren. Ich habe gehört, dass die Leichen vertrocknet waren. Glaubst du auch, dass sie von einer Bestie getötet wurden? Ich nicht. Sie waren vertrocknet. Vielleicht wollten sie einen Magier festnehmen, der sie verzaubert hat. War es Dehydration? Ganz sicher nicht. Aber ich weiß nicht, womit es sich vergleichen lässt. Danke. Ich sollte mir mal die Stelle ansehen, wo sie gefunden wurden. Viel Glück. Ja, ich tippe mal auf den Blutsauger, der sie ausgesaugt hat, weil das wird ja auch vertrocknet sein. Meine Güte. Wie weit ist denn das? Ja, ist ja auch schon wieder 170 Meter weit weg. Warum läuft man denn die ganze Zeit nur von rechts nach links und von links nach rechts? Bruder. Ja, schauen wir uns das mal an.
Bei den Freudenhäusern, hm, ob die Huren damit was zu tun haben oder vielleicht einfach nur ein Lude? Luden waren doch fucking Schiffe, oder? Ich glaube ja. Gut. Servus. Ich muss nach Hinweisen suchen, nach etwas Ungewöhnlichem. Also sag uns, was machen Huren eigentlich genau? Ja, die Fußabdrücke eines Kindes. Verdammt, hier sind viele vorbeigekommen. Ja, aber wirklich sehr viele. Nagelte Stiefel der Wachen. Unwichtig. Ihre Wäsche waschen lassen? Hufspuren, eindeutig. Ein Pferd? Hm, ich kenne kein Pferd, das auf zwei Beinen geht. Hallo. Spiel. Danke. Die gleiche Kacke wie üblich? Kriegst du niemals neue Ware? So. Hufspuren. Könnten Teufelchen sein, oder? Hallo. Danke. Die Hinweise führen alle zur Krüppelkati. Leere Parfumfiole. Teuer. Die Gegend hier ist dafür zu schäbig. Okay. Zwei Fragen. Warum kann ich da lang weitergehen? Ah, ist abgeschlossen. Okay. Kurze Frage. Komme ich da von der anderen Seite aus rein? Oder ist da auch abgeschlossen? Servus, ist mir der Hexer. Bordellwirtin. Servus. Ich meinte uns. Grüß dich. Oh, die Welt geht unter. Ein Hexer hat mein Bordell betreten. Was ist daran seltsam? Du bist seltsam. Jeder weiß, dass Hexer wieder natürliche Mutanten sind. Und dies ist ein anständiger Puff. Hier haben die Nutten Prinzipien. Also, spuck's aus. Bist du in der Hose sortiert wie ein normaler Mann? Als ich zuletzt nachgesehen habe, war alles da, wo es hingehört. Hast du von den Morden gehört? Den Wachen? Hier sterben viele. Vor Vergnügen. Du lügst, das weiß ich. Die Spuren des Mörders führen hierher. Ich lass mich von dir nicht beleidigen. Wenn du wirklich ein Fährtenleser bist, schaffst du das alleine. Leb wohl. Na, regt sich etwas Lust in deinem Mutantenherzen? Warum kann ich ihr jetzt nicht mehr mit der Stadtwache drohen? Ich habe leider nicht Täuschung Stufe 2. Schade. Ich verstehe aber nicht, warum nicht. Also, hä, ich kann sie doch erst sagen, yo, hör mal, die Spuren führen alle hierher. Dann sagt sie, yo, verpiss dich. Und dann sage ich, yo, dann komme ich halt mit der Wache zurück. Gar kein Stress für mich, Bruder. Hey, Yaki, du bist der Älteste. Also sag uns, was ist das hier? Warum ist hier so eine einzelne Luftlage? Keine Ahnung, okay. So. Sieh an. Noch ein Mutant. Halt die Fresse. Mich wundert, wie viele zwielichtige Gestalten hier rumlaufen, ohne dass die Stadtwache sich dafür interessiert. Oh, guck mal. Das ist es. Das ist nicht normal. Hallo, Freund. Wo bin ich? Alles in Ordnung? Ich war in dem Haus. In dem da? Ich glaube schon. Entschuldige bitte, ich muss mich ausruhen. Von einem Succubus verzaubert? Ich muss ins Haus rein und sehen, was im Inneren ist. Okay, ein Succubus. Lass mich speichern. Meine Güte, ey. Abgeschlossen. Ja, okay. Wie soll ich jetzt ins Haus kommen? Das ist nicht das gleiche Haus, oder? Oh, doch, das könnte das gleiche Haus sein. Was macht der denn hier? Bist du blöd? Siehst du nicht, dass das ein Hexer ist? Befolgt sicher irgendeine Bestie.
Richtig. Gib uns einen Körper. Das ewige Feuer beschützt uns und vertreibt die Monster. Bruder, fast runtergefallen, ey. Das war relativ easy hier reinzukommen, muss ich sagen. Gibt's hier keine Leiter? Offensichtlich gibt's hier keine Leiter, okay. Servus. It's me, the Hexer. Da sitzt ein Succubus, tatsächlich. Hallo, Freundin. Wer bist du? Schon mal was von Hexern gehört? Bist du hier, um mich zu töten? Ich weiß nicht. Ich möchte erst mit dir reden. Warum hast du die Wache getötet? Ich war unvorsichtig, hab mich überraschen lassen. Sie wollten mich töten, ich musste mich wehren. Das ist alles? Keine herzzerreißende Geschichte über den Hass der Menschen auf alles, was anders ist? Ich bin keine Lügnerin. Auch töte ich nicht ohne Grund. Du musst die Stadt verlassen. Und was, wenn nicht? Dann muss ich dich umbringen. Ich hasse Veränderung. Wie dumm von mir, in diesen Hinterhalt zu rennen und mich überrumpeln zu lassen. Über deinen Tod werde ich lügen müssen. Ich bringe immer eine Trophäe mit. Na schön. Nimm das. Und das. Weil ich wütend auf dich bin. Aber ich werde mich beruhigen, wenn ich von hier verschwunden bin. Maugrim erhalten? Okay. Ja. Eine kleine Succubus. Hä, warum soll ich die umbringen? Macht überhaupt keinen Sinn. Hat getötet, weil es nicht anders ging. Mal, von mir aus. Kein Problem. Gott, Belohnung bei der Wache abholen. Wahrscheinlich kriege ich jetzt nicht ganz so viel, weil... du kannst es nicht so verkippen werden, du Wichser. Wir haben uns darum gekümmert, dass sie weg ist. Das ist die Hauptsache. Also ich hätte sie auch einfach hier gelassen, wenn sie gesagt hätte... Ne, hat ihr gesagt so, jo, pass besser auf und mach nicht so viel Scheiße. Und fertig. Hä? Absolut fein für mich. Ich bin ja fucking Hexer und kein Auftragsmörder. So, servus. Hm? Die Wachen wurden von einem Succubus getötet. Succubus? In Novigrad? Wie denn? Das Licht des ewigen Feuers beschützt die Stadt. Dann war es in letzter Zeit wohl einige Male aus. Der Succubus wird niemandem mehr was tun können. Hier ist der Beweis. Meisterliche Arbeit, Hexer. Und hier ist deine Belohnung. Wie versprochen. Leb wohl. Ehre. Das lief besser als gedacht. Was? Okay. 279 Kronen, Ehre. Schön viel Kohlen. Das gefällt mir sehr gut. So. Hauptquest machen wir erstmal zu. Nebenquest haben wir noch auf der Fährte. Das möchte ich aber gar nicht machen. Hexeraufträge haben wir noch, vermisste Patrouille. Das ist aber am Arsch der Heide. Und Schatz suchen können wir noch die Katzenschulenausrüstung ein bisschen weiter suchen. Machen wir aber auch nicht heute, würde ich sagen. Ich würde heute noch... guck mal, da ist eine Quest. Die können wir ja schon mal annehmen gehen, oder? Machen wir dann vielleicht im nächsten Part, je nachdem welches Level die ist. Servus! Was ist los? Was ist denn passiert? Bewohner von Skellige haben jetzt die Krüppelkarte übernommen. Übernommen? Wie das? Inhaberin verdroschen, Mädchen rausgeworfen, zu saufen angefangen. Sind seit gestern dabei, feiern offenbar irgendeine fette Beute. Ja, klingt nach Skelligan. Aber du siehst wie ein ehrlicher Mann aus. Hilf uns, wirf die Rabauken raus. Wir haben nicht viel, aber wenn wir zusammenwerfen, wird sich's lohnen. Zwei Anmerkungen. Wiss? Wieso sehe ich ehrlicher Mann aus? Und zweitens, hey, ja klar, machen wir. Gut, mal sehen, was ich tun kann. Wirklich? Es gibt also doch noch gute Menschen auf der Welt. Komm mit.
Wird das eine lange Quest oder ist das eine kurze Quest? Ich würde den nächsten Part machen. Wobei, eigentlich gehe ich davon aus, dass die kurz ist, oder? Ja, komm, die wird schon kurz sein. Servus, Freunde. Kollege, aber du musst dein Horn woanders füllen. Dieses Etablissement gehört heute zu Skellige. Mir scheint, wir sind in Novigrad. In Novigrad gelten die Regeln von Novigrad. Und die brecht ihr gerade. Wie bitte? Seit wann darf man nicht in Ruhe trinken? Sich etwas amüsieren? Zieh Leine, sonst kriegst du den Zorn eines Skelligers zu spüren. Ich habe keine Zeit für Streitereien. Bringen wir es rasch hinter uns, wie zwei echte Männer. Hinter uns bringen? Was denn, verdammt? Willst du mich in den Alkoven abschleppen? Nein, Erbsenhirn. Ich fordere dich zum Duell. Wenn ich gewinne, nimmst du deine Kumpel und verschwindest von hier. Ah, warum sagst du das nicht gleich? Ich gebe dir doch gerne was auf die Kiemen. Schauen wir mal, ob du das tust. Ich habe legitim keine Ahnung, wie man boxt tatsächlich, weil ich das länger als 5 Minuten nicht gemacht habe. Aber geht relativ gut, muss ich sagen. Zack, 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 zack. Meine Fresse. Na schön, es reicht. Bei Freyas Titten, das hat mich aber ernüchtert. Meine Herren, gehen wir jetzt. Amüsieren wir uns woanders. Diese Klinge ist nichts wert, wenn ein schwacher... Woanders ist gar nicht so gut. Servus. Ja gut, die verpissen sich jetzt. Das war eine sehr kurze Quest. Kehre zu der Frau zurück. Waren das 3? 3 Skelliger und davon haben die... Ja, kann das sein, ey. Schwächliches Völkchen hier in Novigrad. Jetzt verpiss dich. So, servus, Frau. Warum? Vielen Dank. Wir hätten es alleine nicht geschafft. Wir haben nicht viel. Ich hoffe, dies reicht dir. Ah, sind wir ein feiner Kerl oder sagen wir einfach nur Danke? Wie viel geben die mir wohl? 2,20 Mark? Drauf geschissen, oder? Huren helfen wir doch gerne. Behaltet es. Ihr braucht es dringender als ich. Oh, danke. Leute wie du geben mir das Vertrauen in die Menschheit zurück. Aber ausziehen könntest du dich schon, ne? Ich fühle mich sicherer, wenn du bei mir bist. Ja, dann... Kleider runter. Meine Güte. Easy Game, würde ich sagen. Das war ja sogar unser Level. So. Susi, du bist auch nur eine Hure, ne? Ja. Okay, wie hieß denn die Inhaber? Wache. Liegt da auf dem Boden rum, Junge. Wie hieß denn die Inhaberin dieses Etablissements? Du würdest echt irre aussehen. Auf mir drauf. Ja, dann zack, zack. Wo fucking Inhaberin, dass ich hier mal Mädchen kaufen kann? Darf ich das überhaupt? Eben konnte ich sie ja noch fragen, ne? Aber jetzt ist sie irgendwie weg. Ich finde auch gut, dass hier nur so ein paar Pappwände zwischenstehen, so. Ja, absolut genug Privatsphäre auf jeden Fall. Ja, eigentlich schon, aber ich darf ja nicht. So eine Scheiße. Noch eine Hure. Okay, ich würde sagen, beim nächsten Mal machen wir die Schatzsuche der Katzenschulenausrüstung weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.